Yo, 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 meine Freunde, was geht ab? Heute mal so ein Roblox-Video. Ich habe so lange Roblox nicht mehr gemacht, seit einem Jahr oder so. Tut mir leid, dass ich so lange keine Videos gemacht habe. Heute zeige ich euch mal zwei coole Maps von mir, wo ich gebaut habe. Jedenfalls, wir starten rein in Live Run. Habe ich schon ein paar Profilbilder erstellt. Wir starten rein in Live Run. Gab noch Creator. Leider habe ich noch keinen Creator-Code. Sub zum Beginnen. Und da oben seht ihr einen Highscore. Im Fall, dass das ganz normales Spiel ist, ganz chillig. Wer das spielen möchte, muss eigentlich nur das eingeben oder auf mein Profil gucken, eher nicht. Bis jetzt ist es ganz einfach. Mein Live-Run sieht wirklich live aus. Diesen Hintergrund sieht nicht so von mir live aus. Keine Ahnung, wieso ich diesen Hintergrund nicht gemacht habe. Aber schon sieht alles geil aus. Jetzt, come on. Wir haben schon einen guten Score. Das heißt, wir haben es verkackt. Jetzt, wir haben schon einen sehr, sehr guten Score. Ja. Wir versuchen vielleicht Highscore 10.000 zu schaffen. Winzen eingesammelt. Leute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Map spielen. Auf jeden Fall Baum. Ich wollte sagen, morgen 15 Uhr kommt ein Fortnite-Video. Wir sind jetzt auch gestorben. Wir machen noch einen Versuch. Jetzt gut. Aufpassen, dass wir nicht sterben. Das ist auch nicht das Einfachste. Vielleicht werden ein paar meinen Rekord knacken. Mein Rekord war ein... Nicht 1000, mein Rekord war 4000... Nee, nicht 4000, 9000. Vielleicht knacken das ein paar. Jedenfalls, das ist eine ganz chillige Live-Run-Map. Ich wollte sagen, ich gehe jetzt einfach mal, verlasse ich jetzt einfach mal und ich zeige euch jetzt eine andere Map. Das heißt Gabla Fun Obby. Fun Obby heißt Spaß Obby. Gablas Funs Obby. Da startet das. Da kann man sich ein Super Mario und Luigi machen. Da kann man ein paar Teppiche kaufen oder ein paar Sachen kaufen, aber das muss ich noch aktivieren. Keine Ahnung. Ich habe null Ahnung, wie ich das aktiviere. Da ist ein Shop. Man kann da noch nichts kaufen, nur in Shop reinbacken und rausbacken. Das sind so Rüssel wie Toilets. Da kann man sich einfach draufsetzen und ein bisschen Quatsch machen. Da ist ein Swimmingpool. Da solche Treppen, wo man hochgehen kann. Da ist so ein chilliges Haus. Und dann sind wir da drin. Das sind solche Ventilator. Wir hören so ein geiles Sounds, wo ich reingemacht habe. Solche Vögel-Sounds. Jetzt, wir gehen einfach mal da raus. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr, weil das für ein Geschenk ist, das ist ein Geschenk nur für euch, weil das ist ein kleines Roblox-Geschenk. Die Leute, wo meine Roblox-Maps austesten, das ist ein Geschenk für euch, weil da kann man sich kostenlos das nehmen und ultra schnell sein. Aber Achtung, wenn ihr einmal stirbt, ihr behaltet es nicht. Das ist ein kleines Geschenk. Könnt gerne Like und Abo dalassen. Das ist eine geile kleine Fun-Obby, eine kleine Spaß-Obby. Die Obby ist eigentlich nur nicht mal so schwierig. Viele sagen, die Obby ist schwierig. Mein Freund hat gesagt, die Obby ist unmöglich, aber eigentlich ist die Obby einfach außer besser. Jetzt, bam. Ihr könnt einfach ein paar Tricks machen, die Obby ist eigentlich ganz chillig. Und geil. Die Obby habe ich selber gebaut von die Toolbox. Wenn ihr Bock habt auf ein Tutorial, wie ich eine Obby baue, lasst schaffen wir 5 Likes. Wenn ihr 5 Likes schaffen, zeige ich euch, wie ich so eine Obby gebaut habe. Nein, ihr sind gestorben, weil ich nicht gewusst habe.
Aber ist nicht schlimm, dann spawnen wir wieder da. Wir müssen uns entscheiden, ist das blau, gelb, grün oder rot. Ich setze jetzt blau, blau war es auch. Und wenn ihr Bock habt, dass ich ein Leaderboard mache, wer am schnellsten durchgespeedet hat, die Map, lasst 100 Daumen nach oben da. Ich glaube, wir schaffen keine 100 Daumen nach oben. Was ich euch vergessen habe zu erzählen, ihr habt solche Pawpits in die Hand. So ein Pawpit. So einen coolen Pawpit, wo ihr drücken könnt. Pawpit, Pawpit, Pawpit. Kennt ihr noch alle von früher diesen Pawpit-Trend? Alle haben 500.000 Pawpits gedrückt am Tag, Digga. Und was macht jetzt jeder? Entweder Fortnite spielen oder Roblox spielen und jeden Tag reinsuchen und nur ein paar KV-Aufgaben machen. Ist jetzt halt wirklich so auf Realität. Jetzt BAM! Jetzt BAM! Jetzt BAM! Jetzt BAM! Da ist ein Checkpoint, nicht so ein großen Checkpoint. Da müsst ihr aufpassen, den Checkpoint ist klein. Und jetzt kommt irgendwas Schwieriges. Ich verrate euch nicht alles in meiner Map. Labyrinth müsst ihr selber machen. Labyrinth müsst ihr selber machen. Jetzt, wir sind fertig mit dem Labyrinth. Aufpassen, da habe ich schon eine kleine Falle gemacht. Labyrinth habe ich euch natürlich nicht gezeigt. Sonst wäre es zu einfach gewesen. Soll ich euch das nächste auch nicht zeigen? Sonst ist meine Obby zu einfach. Ja, das nächste zeige ich euch auch nicht, wenn so was Schwieriges kommt. Ich verrate euch jetzt einfach gar nichts mehr. Das ist meine Obby. Jetzt zeige ich euch nichts mehr und ich wollte sagen, bis dann auch. Jetzt, wir sind fertig. Ich habe euch ja gar nichts gezeigt. Soll ich euch das nochmal zeigen? Nee, ich zeige euch nicht mal. Ihr sollt ja selber drauf kommen. Wir haben es gemacht, die Regenbogentreppe müsst ihr schnell hochgehen, weil die verschwindet auch, aber spawnt auch wieder neu. Jetzt, da wird das schwierig. Oh, oh, Digga. Diese Roblox-Sounds sind so geil. Soll ich euch das auch verraten? Nee, ich verrate euch heute gar nichts. Jetzt Leute, das nächste dürft ihr nirgends gehen, sonst ihr müsst einfach von da springen. Oh. Und jetzt müsst ihr nach da gehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dir auch die Abkürzung machen, aber ich habe euch die Abkürzung erst jetzt gezeigt. Jetzt müsst ihr mit dem Sandpad nach oben gehen. Nach oben, nach oben. Gut. Da aufpassen. Und schon habt ihr die Obby durchgespielt. Ist eine Spaß-Obby, dann bekommt ihr einen Regenbogen-Teppich. Könnt ihr ihn benutzen. Hippie-Hippo. Dann könnt ihr dahin gehen. Sowas nehmen. 100 Speed noch aktivieren, dann seid ihr einfach schneller wie Sonic. Könnt sowas machen. Ja, cool. Ich bin ein Gewinner. Mein Gott, ich glitze aus dem Map. Ja, könnt sowas machen. Und ihr könnt auch einfach sowas aktivieren, sowas, dass man höher springt. Dass man höher springt. Wo ist das? Ich muss kurz irgendwas machen. Was ist das? Mein Gott, ich glitz. Meine Map, Digga. Ich liebe meine Map. Viele werden meine Map passen, aber ich liebe die. Da ist ein Swimmingpool, da könnt ihr chillen. Ich bin ein Frost. Ich bin ein Frost, hallo. Ich bin Frossi. Hallo. Da sind ein paar Hunde am Springen. Hunde, geht es euch auch gut? Ich glaube nicht. Ja, die haben Hunde, die springen. Dog und Dog. Da können wir selber springen. Dann können wir einfach sowas so hingehen. Ist eigentlich eine ganz coole Funny Map. Ist nicht die beste Map. Auch nicht die schlechteste Map. Wenn ich mehr Maps machen soll, lasst ein Like und Abo da. Ich wollte sagen, habt noch einen schönen Tag. Und ciao!
Solta meu pancadão.